Das ähnelt sich, wenn ich hier Lichtgeschwindigkeit so beginne. Nicht erraten, wohin das führt, nämlich Dane Dream, Galoppa Anemie, auf dem Kölner, dem größten deutschen Galopprennzentrum Weidenpesch, ist Quarantäne, also Rennbahn und Stelle Sperre ausgesprochen. Es sind über 500 Pferde betroffen, nämlich die infiziert sind von einem Blutkrebs quasi Virus. Das nicht heißt, dass diese Pferde jetzt direkt an dieser Krankheit bereits leiden, dass diese Krankheit ausgebrochen ist, aber sie sind infiziert und darunter sind einige ganz namhafte Pferde, wie eben die berühmte Stute Dane Dream, die den Prix de l'Arc de Triomphe in Paris letztes Jahr gewonnen hat und die jetzt diesen Preis hätte verteidigen sollen. Ein unglaubliches Siegerpferd, ein Zauberpferd. Ja, das ist jetzt aus dem Rennen, das hätte diese Saison nochmal Geld machen sollen und wäre dann als Zuchtstute nach Japan verkauft worden. Und jetzt sieht es so aus, dass das Pferd nicht nach Japan geht, nicht mehr rennen darf und es ist bereits ein Pferd kürzlich in Viersen hier bei Mönchengladbach. Wegen dieser Pferdeseuche wird es genannt, aber es ist ein Virus, der nicht einfach wie eine Seuche durch Ansteckung weitergeht, sondern durch Blutübertragung, also dieser Virus, dazu geführt hat, dass bereits ein Pferd getötet werden musste. Das trifft ganz viele Pferdewirtschaftler, also die Pferdezucht und Rennsport machen, um damit Geld zu verdienen. Alle, die daran professionell beteiligt sind, es trifft aber auch ganz viele Freizeit- und Hobby-Pferdeliebhaber, die auch ihre Pferde teils in Weidenpesch stehen haben. Und das ist natürlich ein Drama. Also Dane Dream lebt jetzt in Quarantäne und kann nicht mehr laufen. Ein sensationelles Galopppferd. Ich kann nur auf YouTube hinweisen, da kann man das Pferd fliegen sehen. Also wenn man ein Pferd fliegen sehen will, ja, das berührt beim Laufen auf der Bahn den Boden gar nicht. Es ist unglaublich schön. So, also das ist ein Jammer, aber so ist es. Und auch ein diätisches Leben und zugezogene Fenster garantieren nicht die ewige Gesundheit. Deshalb wollen wir an den Sprossen nur so viel hinsingen, hübsche Melodien, dass die Sprossen gut gedeihen mögen und sich entfalten. Aber wir wollen nicht an den Sprossen ziehen, dann verwelken sie am Ende nur. Also Gärtnern und Domtieren, lieber Mensch, schau hin, was du tust, sei menschlich. Na 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 na
my room, Sehr schöne Pferdelieder. Lichtgeschwindigkeit am Donnerstag, dem 4. Oktober 2012. Danke für den Aufruf. Ich bin im